You and me, we made a vow. For better or for worse, I can't believe you let me down. But the proof's in a way it hurts. 4 months on ends, I had my doubts. Beide. Oh mein Gott, was für eine Chemie. Ich glaube, das ganze Studio hat das gerade gespürt. Die waren auch ein bisschen schüchtern am Anfang. Die waren eigentlich in den Proben noch ein bisschen selbstbewusster. Aber es war wunderschön. Ich bin wirklich wahnsinnig stolz auf euch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hi. Es macht einen einfach sehr emotional, wenn man die Talents jetzt auch ein bisschen kennenlernt. Und euch jetzt hier auf dieser Bühne sehen zu dürfen, ist wahnsinnig special. Es war wirklich wunderschön. Vielen, vielen Dank. Danke sehr, freut uns. Ja. Ich glaube, so emotional habe ich Shirin auch noch nicht gesehen tatsächlich. Also ihr habt da einiges mit eurem Coach gemacht. Ja, aber ey, auch natürlich die Songauswahl, denkt man erstmal auch Angst, weil Sam Smith, wirklich mega Song, geile Stimme. Und das dann so zusammen eigentlich zu machen, ist einfach schwer. Und ich finde, das habt ihr toll gemacht heute Abend. Ja, Mann. Mir ist Luca so ein bisschen besonders rausgestochen, wenn ich das sagen darf. From an entertainment point of view, it was engaging. You couldn't not watch it. Ich liebe euer Charisma. It was fantastic to watch the relationship between you both on stage. Richard, I think you need to watch your diction, because it was times when you'd lose what you're saying. And the connection with that song, it's very important. Luca, I love that positive vibe that you have. And, you know, even singing a song like that, which is about heartbreak, you still made it feel positive. If I was SP, I'd go with Luca, but you're a legend, Richard. I love your vibe, man. You got great tone. Thank you very much. Yeah. Thank you. Ihr beide habt in mir so ein bisschen Nostalgie ausgelöst. Du klingst etwas wie der junge Luther Vandross.
wirklich, es klingt wirklich sensationell. So eine schöne Stimmfarbe. Danke sehr, das Kompliment. Vielen, vielen Dank. Und Luca. Luca, bei dir, wenn du manchmal hinten raus noch phrasierst und so etwas luftiger wirst, es klingt wirklich wie bei Mariah Carey. Also es ist wirklich traumhaft. Also ich würde euch definitiv beide mitnehmen. Ich höre sehr, sehr oft von meinen Mitcoaches, oh, ich würde immer beide in deinem Team mitnehmen. Das stimmt, wir haben es noch nicht gesagt. Das liegt daran, dass ich einfach ein unfassbares Team habe. Ja, hast du wirklich. Das ist sehr starke Leute. Ja, du hast ein gutes Team. Richard, du hast einfach eine unfassbare Stimme. Und danke sehr. Das waren heute vielleicht keine 120%, aber mein Gott, das ist einfach so rare, dein Talent und wie du klingst und wie warm du bist und wie viel Soul du da drin hast. Das ist wahnsinnig besonders. Und Luca, du bist einfach jemand, du singst und du performst deine Persönlichkeit. Ey, ihr macht's mir wirklich verdammt schwer. Da gibt's eine Lösung. Ich wollte schon sagen, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Ah ja, guck mal, hier wird sogar schon gefordert. Da hast du recht. Ja. Du hast das mit dem Selbstbewusstsein weitergeben sehr, sehr gut gemacht, Shirin. Jetzt hältst du dir auf die Füße. You got this, SD. Come on. You got this. Mein Team ist wirklich extrem stark. Und in dieser Runde muss ich danach gehen, wer diese gewisse Uniqueness hat. Weil ich möchte natürlich, dass mein Team gewinnt bei The Voice of Germany. Und das braucht einfach dieses gewisse Etwas. Und ihr habt es beide souverän gesungen. Ihr habt es unfassbar gemacht. Aber die Stimme, die für mich heute rausgestochen hat und die einzigartig ist, ist für mich Richard. Herzlichen Glückwunsch, Richard. Was? Du bist in den Team Fight, im Team Shirin. Es war so schön. Danke, du bist ein Star. Oh mein Gott. Glaub das nicht. So, hättest du beide mitgenommen? Ja, ja, 100%. Vielen Dank, Luca Gray, come on! Mach weiter! Ist in Ordnung, es ist eine Show, irgendwann geht man einfach. Aber ich freue mich so hart für Richard, er hat es echt verdient. Richard, du bist in den Team. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Glückwunsch! Ah, krass, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Oh, damn. Heftig für heute. Oh.